Egal wie reich du bist, egal wie gesund du lebst oder egal wie du heißt, welchen Status du hast, jeder kann einfach diese Krankheit haben. Bei dem einen bricht sie aus, bei dem anderen nicht. Ich war am tiefsten Punkt meines Lebens. Ich mache das Video hauptsächlich, um vielleicht einen damit zu erreichen, der in dieser gleichen Situation steckt oder aktuell wirklich in einem Loch ist, wo er nicht mehr rauskommt. Und wenn ich damit nur einem helfen kann, hat sich das Video für mich schon zu 100% gelohnt. Vor 4 Jahren konnte ich nicht mal mehr lachen. Oder vor 3,5 Jahren. Jetzt sitze ich da und lache selber über mich. Versuch Nummer 3 in diesem Sinne. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf meinem Kanal. Heute wird es wieder ernster, Freunde. Ich habe es in den Titel eh schon reingeschrieben. Also ich hoffe, Qualität und Ton passt, weil ich nehme das jetzt echt zum dritten Mal auf. Das Video wird ein bisschen länger. Es wird harter Real Talk. Es wird ein hartes Video. Es wird auch, Achtung, Triggerwarnungen geben. Ich sag's schon vorab, weil ich habe es eh in den Titel schon reingeschrieben. Es geht um meine Erkrankung. Es geht um psychische Erkrankung. Das heißt, falls ihr selber betroffen seid und ihr aktuell in einer Situation seid, wo euch sowas triggern könnte, dann schaut dieses Video bitte nicht oder holt euch Partner, Partnerin, wie auch immer, an die Hand und schaut das vielleicht zusammen an. Denn ich werde heute Real Talk mit euch reden. Ich werde euch ein paar Hilfsmittel an die Hand geben, was mich aus dieser Krankheit rausgebracht hat. Ich versuche das Video ein bisschen kurz zu halten, weil wenn ich komplett aushole, sind wir wahrscheinlich gut über 3 Stunden Videomaterial und will ich euch nicht antun, will ich mir nicht antun. Deswegen, ich versuche es kurz zu halten. Es kann sein, dass ich ein bisschen kreuz und quer rede, denn mir fällt dann immer wieder was ein. Das füge ich dann hinzu, was aber schon in der Vergangenheit war. Beziehungsweise ich versuche es halt strukturell aufzubauen, damit ihr wisst, wie mein Leben in den letzten 4 Jahren ausgesehen hat, was mit mir passiert ist. Ich habe ja vor, ich glaube, knapp 4, 5 Monaten ein Video hochgeladen, wo ich darüber geredet habe, dass ich unter Panikattacken litt. Darüber wird es auch heute gehen und die Folgen meiner Panikattacke. Also wie gesagt, falls ihr das nicht alleine anschauen könnt, dann holt euch jemand bitte an die Hand, der mit euch das Video anschaut. Denn ich denke, den ein oder anderen Tipp wird euch auf jeden Fall vielleicht den Arsch retten. Ich wäre froh gewesen, wenn ich so ein Video oder solche Tipps an die Hand bekommen hätte, wo ich ziemlich, ziemlich unten war. So, ich würde sagen, hol dich was zum Trinken. Wir machen jetzt ein bisschen Real Talk. Es geht auch darum, also ich mache das Video hauptsächlich, um vielleicht einen damit zu erreichen, der in dieser gleichen Situation steckt oder aktuell wirklich in einem Loch ist, wo er nicht mehr rauskommt. Und wenn ich damit nur einem helfen kann, hat sich das Video für mich schon zu 100% gelohnt. Ich will euch, wie gesagt, ein paar Tipps geben, ein paar Hilfsmittel, mein Weg in den, wie war mein Weg in den letzten 4 Jahren. Denn es war leider nicht so cool und es hat sich bemerkbar gemacht auch auf mein Hobby, auch hier auf Social Media, auf YouTube. Denn ich habe sehr, sehr gern und sehr viel Content vor dieser Krankheit gemacht. Dann kam leider die Phase mit den Panikattacken. Aber ich würde sagen, Freunde, wir fangen jetzt von vorne an. Ich versuche mich kurz zu halten. Es tut mir leid, wenn es ein bisschen kreuz und quer ist. Ich hoffe, der Ton passt. Und ich würde sagen, wir starten jetzt. Vor knapp 4 Jahren saß ich in meinem Auto, bin von einem Kollegen oder vom Kumpel auf dem Weg nach Hause gewesen. Das war der 1.1.21, also direkt erster Tag im neuen Jahr. Bin auf dem Weg zu meinem Auto gewesen und habe gemerkt, okay, irgendwas stimmt gerade mit mir nicht. Ich habe Herzrasen bekommen, ich habe Zitteranfälle bekommen, ich habe Hitzewallungen bekommen und zugleich auch Kaltschweiß, habe fast nichts mehr gesehen, habe keine Luft mehr bekommen. Also es hat sich so angefühlt, als würde mir hier jemand die Luft zudrücken. Habe mich dann ins Auto gesetzt, dachte, okay, es ist jetzt vielleicht eine kurze Phase nur oder irgendwas passiert hier gerade, aber das wird gleich wieder besser. Bin auf dem Weg nach Hause und es wurde immer schlimmer und immer schlimmer. So nach knapp 5 Minuten war dann der Höhepunkt von dieser Panikattacke erreicht. Und ich habe auf jeden Fall gesagt, okay, ich muss jetzt irgendwo rechts ranfahren, denn ich denke, jetzt sind so meine letzten Sekunden gezählt. Ich bekomme gleich einen Herzinfarkt und es war's für mich,
Bin dann irgendwo rechts ran. Ich weiß die Stelle noch ganz genau, aber bringt euch jetzt nichts, wenn ich euch die erkläre, weil ihr kennt sie eh nicht. Ich bin auf jeden Fall rechts rangefahren. Da war dann so ein Parkplatz. Ich Parkplatz reingefahren mit letzter Kraft. Also wirklich, ich war am Höhepunkt oder hatte gerade den Höhepunkt der Panikattacke. Wollte mein Auto ausmachen, hab's nicht mehr geschafft. Bin von der Kupplung runter, weil ich mich, weil ich aus der Tür, also ich habe die Tür aufgemacht, bin halb rausgefallen und wollte um Hilfe schreien, weil ich ein paar Passanten gesehen habe. Hab versucht Hilfe zu rufen, konnte auch nicht mehr reden, weil ich keinen Ton rausbekommen habe. Und ja, bin dann ein bisschen spazieren gegangen um so einen Block rum und habe gemerkt, okay, es beruhigt sich ein bisschen wieder und bin dann einfach nach Hause gefahren. So, das war der Tag, wo alles bei mir begonnen hat, wo sich herausgestellt hat, dass sich mein Leben um 180 Grad wenden wird. Denn es blieb leider nicht bei einer Panikattacke, sondern bei sehr, sehr vielen. Also ich habe sehr viele bekommen täglich. Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht mehr mitgezählt, aber es waren bestimmt so zwischen 7 und 10 Stück. Die heftigsten Attacken habe ich bekommen, wenn ich mich aus meinem Bett bewegt habe. Das heißt, wenn ich mich aufrecht hingesetzt habe und irgendwie rausgehen wollte oder einfach aufstehen wollte, um was zu essen, zu trinken, hat mein Körper mir direkt eine heftige Panikattacke gegeben oder halt heftige Symptome, die kurz vor einer Panikattacke geendet haben. Und habe dann gemerkt, okay, was wahrscheinlich jeder, der solche Panikattacken schon mal erlebt hat, habe ich dann gedacht, so, okay, ich bleibe jetzt einfach liegen. Das wird so eine Sache von ein paar Tagen sein, wie bei einer Erkältung. Es wird sich wieder beruhigen und dann werde ich nächste Woche oder ein paar Tagen ganz normal wieder so meinen Alltag bestreiten, wie ich es die letzten 29 Jahre gemacht habe, weil mittlerweile bin ich 30 Jahre alt. Aber das stimmt gar nicht, 29, weil ich war in dem Moment 26. Und ja, es hat sich herausgestellt, dass es nach einer Woche nicht besser geworden ist, sondern immer schlimmer. Ich habe mich rausgekämpft in die Arbeit, weil man hat ja Verpflichtungen, man hat laufende Kosten. Ich habe gedacht, okay, ich muss in die Arbeit, was ja jeder von uns muss. Man muss ja Geld verdienen. Bin in die Arbeit, habe am Anfang nichts gesagt, habe aber gemerkt, dass in der Arbeit die Situation einfach nicht besser wird, weil ich zusätzlich unter Stress, Druck gelitten habe und das hat natürlich so eine Panikattacke begünstigt. Das heißt, ich bin in die Arbeit gefahren, auf dem Weg zur Arbeit habe ich Attacken bekommen. In der Arbeit sind sie meistens dann explodiert. Ich hatte viele Triggerpunkte, wie ich konnte weder Kundengespräche führen, noch Telefonate führen, noch irgendwas machen. Irgendwann dachte ich, okay, Louis, so geht's nicht weiter. Ich habe mich teilweise auch krank schreiben lassen müssen, weil ich nicht mehr konnte. Ich konnte nicht mehr rausgehen, ich konnte nichts mehr machen. Ich habe mich zwar in die Arbeit gezwungen, aber bin dann meistens früher wieder heimgefahren und habe dann mit meinen Eltern geredet und habe gesagt, okay, bei mir stimmt irgendwas nicht. Ich habe solche Attacken. Ob das jemand von euch kennt, also ob das jemand von meiner Familie kennt, haben sie alle verneint. Also sie kennen keine oder es war keiner in meiner Familie, der das auch hatte. Zumindest ist der Stand bei mir noch so. Ich habe gedacht, okay, das ist halt leider doch keine Erkältung, sondern doch was anderes. Bin dann den typischen Ärztemarathon gelaufen, so wie, ich denke mal, jeder, der unter solchen Attacken gelitten hat oder litt, hat diesen Ärztemarathon hinter sich. Bin zum Arzt, Blutbild gemacht, groß, klein, EKG, Tests durchgeführt, die wirklich krass waren, wo ich nicht mal wusste, dass es solche Tests gab. Hab mein Blut auf verschiedene Krankheiten testen lassen im Labor, habe im Internet Sachen in irgendwelche Labore geschickt, die mich Haufen Geld gekostet haben. Also ich habe wirklich alles gemacht, um rauszufinden, was mit mir los ist. Und jetzt haltet euch fest, ich habe 6 Monate, oder es hat 6 Monate gedauert, also im Juni 21, also 1.1. war die erste Attacke. Im Juni 21 hat ein Arzt zu mir gesagt, okay Luis, du bist kerngesund. Es ist auf jeden Fall was Psychisches bei dir. Du bist psychisch krank. Die Panikattacken haben dir oder zeigen dir, dass mit deiner Psyche was nicht stimmt. Und nach 6 Monaten hat halt dann, also im Juni 21 hat der erste Arzt zu mir gesagt, wo ich schon wirklich an meinem Leben gezweifelt habe, dass ich jemals da rauskomme, hat der Arzt zu mir gesagt, okay Luis, ich hole dich da raus aus der Scheiße, weil die Panikattacken nicht mehr lustig waren. Ich war sehr, sehr oft im Krankenhaus, Notaufnahme,
weil ich immer gedacht habe, es ist vorbei, jetzt Herzinfarkt, Feierabend. Zudem, also jetzt geht's schon los, ich rede schon wieder total durcheinander. Bevor ich bei diesem Arzt war im Juni, hat sich herausgestellt, dass ich schon zusätzlich, was die meisten haben bei Panikattacken, weil man sich hart isoliert, man verlässt das Zimmer nicht, man verlässt die Wohnung nicht, beim Einkaufen Panikattacken, das heißt, man lässt jemanden oder man schickt jemanden zum Einkaufen. War bei mir auch teilweise so, teilweise habe ich versucht, das zu machen, aber es war unmöglich. Das war Katastrophe und es hat sich herausgestellt, dass ich zusätzlich durch die Panikattacken, was wirklich 90% oder 95%, sage ich mal, jeder durchlebt, habe ich eine Depression bekommen oder es hat sich eine Depression entwickelt. Es gibt ja drei Schwierigkeitsstufen. Also ich will hier nochmal kurz andeuten, ich erzähle euch meine Erfahrungen. Ich werde euch noch ein paar Hilfsmittel in die Hand geben, was mir geholfen hat. Ich bin weder Arzt noch Psychologe, aber ich denke, und das habe ich auch für mich in der Zeit festgestellt, dass kein Arzt, der wo selber an Depressionen erlitten hat oder jemals Depressionen hatte, dir erklären kann, wie sich das anfühlt. Das können für mich nur Leute, ich kann nur Leute zu 100% verstehen, die das selber erlebt haben, weil es ist wie als Mann, wenn du sagst, okay, du weißt, wie es ist, schwanger zu sein. Also es ist halt einfach unmöglich. Und so ist es für mich bei der Krankheit auch. Arzt hin oder her, alles cool. Aber ein Arzt, der nie Depressionen oder Panikattacken hatte, wird es auch nie nachvollziehen können, weil er nicht weiß, was das für eine scheiß heftige Krankheit ist. Nichtsdestotrotz habe ich dann nach 6 Monaten, also im Juni 2021, die ersten Tabletten bekommen. Ich werde in diesem Video nicht genau ins Detail gehen, welche Tabletten das waren, also vom Namen her, weil wenn jetzt einer von euch dieses Video sieht und gerade ziemlich am Ende seiner Kräfte ist und ich sage jetzt, ich habe die Tabletten genommen und die haben mir so geholfen, kann es sein, dass derjenige sagt, okay, ich muss morgen zum Arzt und muss ihm sagen, ich brauche genau die Tabletten, was Luis auch genommen hat, weil ihm hat es geholfen, deswegen brauche ich die jetzt. Und deswegen will ich das hier nicht sagen. Ihr könnt mir gerne privat schreiben, das will ich hier auch noch ankündigen. Das heißt, ihr könnt mir jederzeit schreiben, ich habe wirklich ein offenes Ohr, falls ihr keinen habt. Ich höre euch gerne zu, ihr könnt mir eure Last von der Seele schreiben, schreibt mir einfach eine Nachricht. Oder Discord, Instagram, meine Socials sind auf jeden Fall unten verlinkt. Ihr müsst mal vorstellen, vor 4 Jahren konnte ich nicht mal mehr lachen oder vor 3,5 Jahren. Jetzt sitze ich da und lache selber über mich, aber das werdet ihr noch im Laufe des Videos mitbekommen, wie ich das geschafft habe. Zumindest wie ich das geschafft habe, hier zu sitzen und so in die Kamera zu reden. Denn wie gesagt, wir sind im Juni 21, ersten Tabletten und ich hatte ja immer noch heftige Panikattacken und leider ist es ja so bei Antidepressivum, steht ja auch im Beipackzettel und der Arzt hat mir so teilweise eigentlich nur gesagt, dass die Tabletten die erste Zeit alles verschlimmern können und es ist bei den meisten Leuten der Fall gewesen, auch bei mir. Und ich dachte mir, okay, ich habe die heftigsten Panikattacken überhaupt und ich wusste nicht, dass ich durch die Tabletten in der ersten Zeit noch schlimmere haben kann. Also ich wusste nicht, dass es noch schlimmer gehen kann. Es war tatsächlich so. Wieder Ärztemarathon, wieder alles abchecken lassen. Ja, und dann nach so 3-4 Wochen hat die erste Wirkung gezeigt, dass es mir ein bisschen besser ging. Unabgesprochen abgesetzt, weil mein Arzt mich auch nicht richtig aufgeklärt hat und ich habe die von heute auf morgen abgesetzt und was ja meistens der Fall ist, man fällt dann meistens noch tiefer in ein Loch und ich habe den Arzt angerufen, er sagte zu mir, boah, scheiße Luis, du musst auf jeden Fall die Tabletten wieder nehmen, also nimm sie, brauchst doch gar nicht vorbeikommen, was ich sehr krass fand, also ich habe mich auch von diesem Arzt abgewendet. Er hat einfach nur gesagt, nimm die Tabletten, brauchst nicht vorbeikommen, wird dann wieder besser. Ich habe die Tabletten genommen, es wurde immer schlimmer, bis ich mich dazu entschlossen habe, die komplett abzusetzen. Und zwar selber. Wie gesagt, meine Erfahrung, meine
Story, meine Geschichte zu dieser Krankheit. Deswegen, jeder hat andere Probleme, jeder macht das anders. Ich finde es trotzdem richtig, wenn man das mit Rücksprache mit dem Arzt auf jeden Fall macht. Auf jeden Fall war ich dann an dem Punkt, keine Tabletten mehr. Und es wurde immer schlimmer und immer schlimmer. Und ich habe gesagt zu meiner Eltern, zu meiner Schwester, zu meiner Familie, okay, ich bin jetzt an dem Punkt, wo die Depression immer mehr rauskommt und es, Achtung Triggerwarnung, es bei mir langsam dunkle Wolken aufzieht, was leider der größte Nachteil oder die größte Gefahr bei dieser Krankheit ist, dass man solche Gedanken hat und manchmal auch diese dann umsetzt. Deswegen gibt es leider so viele Todesfälle hier auf dieser Welt. Ich habe suizidale Gedanken bekommen. Zum Glück, toi toi toi, nie irgendwie, wo ich gesagt habe, ich will was ausführen oder ich schreibe es mir auf. Und wenn ich da so zurückblicke, das ist so krass, wie die Krankheit, also egal wie reich du bist, egal wie gesund du lebst oder egal wie du heißt, welchen Status du hast, jeder kann einfach diese Krankheit haben. Bei dem einen bricht sie aus, bei dem anderen nicht, wie bei vielen Krankheiten. Und ich habe halt immer gedacht, ich habe ein perfektes Leben, ich habe einen Job, ich habe sicheres Einkommen, ich habe einen vollen Kühlschrank, ich habe ein Hobby, ich habe geiles Equipment. Aber das hat mir alles nichts gebracht. Ich wurde trotzdem total überrannt mit dieser Krankheit und habe dann mich meinen Eltern geöffnet und habe gesagt, okay, ich brauche sehr, sehr dringend jetzt Hilfe, weil sonst kann es sein, dass ich irgendwie abkratze, weil ich nicht mehr weiter weiß. Ich hatte jeden Tag, ich saß wirklich, Freunde, das ist so krass, wenn ich da zurückblicke, ich saß jetzt nicht hier in dieser Wohnung, sondern in meiner alten Wohnung und habe so in den Fernseher reingeschaut, aber der Fernseher war aus. Und das ist so krass gewesen, dass ich da so in einem Tunnel war, in so einem Loch. Ich hatte, das war dann das Schlimmste für mich, keine Freude mehr empfunden. Ich hatte keinen Spaß mehr, ich habe nichts mehr unternehmen können. Ich habe mein Haus nicht mehr verlassen, was ja meistens mit den Panikattacken, oder hat ja damit angefangen. Dann durch die Isolation entwickelt sich ja meistens noch eine Depression, weil man sich isoliert und das Leben hinterfragt, ob das überhaupt noch Sinn macht. Und man fühlt sich einfach nur noch dreckig. Man sucht irgendwie, oder man möchte am liebsten einfach nur, keine Ahnung, wie bei Kopfschmerzen, gib mir eine Tablette, ich nehme die und es ist alles weg. War leider nicht der Fall, oder es gibt es bis dato leider noch nicht. Ich habe mich dann meiner Familie geöffnet, habe denen das erzählt und es war so eine krasse Überwindung für mich, darüber zu reden, dass ich schlimme Gedanken habe und dass ich zu denen gesagt habe, wenn ich jemals anfange, irgendwas aufzuschreiben, zu planen oder irgendwas, ich will mich sofort einweisen. Weil ich doch irgendwie mein Leben liebe und ich froh bin, dass ich so ein Leben führen darf. Auch wenn ich in dem Moment, wo ich die Krankheit hatte oder habe, das gar nicht so gefühlt habe, sondern genau das Gegenteil. Ja, dann habe ich gesagt, okay, Mama, Papa, Familie, ich brauche scheiße dringend Hilfe. Ich muss mir einen Therapeuten suchen. Ich habe wirklich alle Ärzte abgeklappert. Ich habe dann zum Glück relativ schnell einen Therapieplatz bekommen bei meiner ersten Therapeutin. Die hat speziell gegen Panikattacken mir geholfen und bin ich auch ihr unfassbar dankbar, weil ich habe eine, Verhaltenstherapie gestartet. Das heißt, Kurzfassung, also ihr könnt das auch gern googeln, ich habe ja Sachen vermieden wie Autofahren, weil meine Panikattacke kam beim Autofahren. Ich habe Einkaufen vermieden, Freunde treffen. Also ich habe alles gemacht, was eine Panikattacke ausgelöst hat, habe ich alles vermieden und bin eigentlich nur daheim geblieben. Und bei einer Verhaltenstherapie gehst du halt genau diese Sachen an. Das heißt, du gehst wieder in diese Situation und versuchst, dein Gehirn wieder umzulernen, weil es ist ein Lernprozess, dass du deinem Gehirn beibringst, okay, du gehst jetzt oder du setzt dich in dein Scheißauto rein, fährst und am besten fährst du noch an dieser Stelle hin, wo du deine erste Attacke hattest und sagst deinem Gehirn immer wieder, und das musst du trainieren, da hatte ich die Attacke und es wird mir nichts passieren. Und wenn du mir wieder eine Attacke gibst, weiß ich, dass hier Leute sind, die mir helfen werden. Wenn ich jetzt hier alleine bin, dann ist das so, dann kann ich das nicht ändern, wenn ich jetzt umkipp. Aber das musste ich jahrelang, also es hat 3,5 Jahre oder 3 Jahre gebraucht, um Panikattacken frei zu sein. Aber nicht nur die Therapie hat mir geholfen, sondern zu
dem zweiten Part, was mir noch mehr rausgeholfen hat, kommen wir ein bisschen später dazu, weil ich jetzt sonst den Faden verliere. Ich war in der Therapie, habe das therapieren lassen, also wir haben Verhaltenstherapie gemacht und habe gemerkt, okay, ich bin an dem Punkt, wo ich jetzt nicht weiterkomme und habe das Ganze beendet. Mit Rücksprache mit ihr, dass ich gesagt habe, hey, ich bin ihr unfassbar dankbar, dass sie mich so schnell drangenommen hat, aber ich bin hier an dem Punkt, wo ich irgendwie sage, ich komme nicht weiter, es bringt mir irgendwie nichts mehr. Und das ist auch wichtig, denen das oder den Therapeuten oder Ärzten mitzuteilen, wenn ihr euch unsicher fühlt oder nicht wohl fühlt, sagt es denen auch. Und ich habe mich dann, ich habe dann diese Therapie abgebrochen, habe dann eine neue Therapie, also eine neue Therapeutin bekommen, auch wieder relativ schnell. Es war mitten in der Corona-Zeit auch noch. Und ihr wisst selber, Corona-Zeit ist ja, oder sind ja psychische Erkrankungen explodiert, weil ja jeder nur noch daheim war. Allein da hat man sich ja schon isoliert, ob man will oder nicht. Und zum Glück bin ich über meinen Arbeitgeber relativ schnell an eine gekommen. Ich glaube, einen Monat später. Und Wartezeit ist ja, keine Ahnung, bis zu einem Jahr gewesen. Oder man wurde sofort abgelehnt, weil schon komplett überfüllt. Und da habe ich dann auch so über Verhaltenstherapie noch ein paar andere Punkte gelernt, was ich machen kann. Und teilweise ein bisschen was über Depressionen, weil ich dann rausgefunden habe, oder sie hat mir gesagt, Luis, du leidest an einer sehr, sehr schweren Depression. Und das kann ich euch erst sagen, ich war am tiefsten Punkt meines Lebens. Ich war ganz unten. Und ich werde euch jetzt Sachen erzählen, damit will ich überhaupt nicht angeben oder so oder flexen oder so, sondern ich will euch meinen Weg erzählen, der mich dazu geführt hat, dass ich heute bin, der, wo ich bin und dass ich auch hier sitzen kann. Das hätte mir mein früheres Ich vor 3 Jahren auf jeden Fall, also es war einfach nicht möglich, hier zu sitzen, so ein Video aufzunehmen. Ich habe dann gemerkt, okay, ich bin an dem Punkt in meinem Leben, wo ich irgendwie auch nicht mehr will. Und dann habe ich mich öfters mit mir selbst beschäftigt, weil ich habe keine Gefühle mehr gehabt. Ich habe nichts mehr gespürt, gar nichts mehr. Und saß dann am Tisch und habe angefangen, ein Tagebuch zu führen, was ich heute noch mache. Und um jeden Tag reinzuschreiben, was ich erlebt habe, was gut ist, was sich verändert hat und so weiter. Und das würde ich auch euch empfehlen, schreibt ein Tagebuch, weil wenn ihr da ein paar Monate mal reingeschrieben habt und dann auf den ersten Eintrag oder den ersten Eintrag durchlest, dann denkt ihr oder wisst ihr erstmal, was ihr alles schon geschafft habt, was ihr alles gemacht habt. So, für gesunde Menschen, das ist das halt alles nicht nachvollziehbar, weil bei mir war es so schlimm, ich konnte weder aufstehen, noch duschen, noch Zähne putzen. Also ich war in einer sehr, sehr schweren Depression. Und jeder gesunde Mensch, also jeder hatte seine Probleme, aber jeder Mensch, der keine psychischen Probleme hat, wie Depression, Panikattacken, kann das nicht nachvollziehen, weil das eine Selbstverständlichkeit ist, sich die Zähne zu putzen. Aber ich habe mich so geschämt damals, jemandem das zu erzählen, dass ich es nicht mal mehr geschafft habe, zu duschen, aufzustehen. Das ist so krass gewesen. Aber dein Körper hat mir halt mit dieser Krankheit, also er hat mir oft genug Symptome schon gezeigt, dass ich geradeaus in sowas reinfahre, aber ich habe die einfach komplett ignoriert und irgendwann explodiert es halt. Und jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren, weil ich schon wieder irgendwie von Anfang an eigentlich was euch erzählen wollte, also so eine Struktur, die ich jetzt schon komplett verloren habe, aber ich hoffe, ihr könnt mir noch ein bisschen folgen. Nichtsdestotrotz, ich habe dann mich an den Tisch gesetzt öfters und habe überlegt, was ich machen kann, wo ich an dem, also ich war wirklich, wirklich, wirklich ganz, ganz unten, also tiefer ging es bei mir nicht mehr und ich hatte wirklich jetzt 2 Optionen. Jetzt will ich nochmal kurz, Achtung, Triggerwarnung aussprechen. Option 1, ich gebe auf, so, ich mag nicht mehr, ich will das Leid ein Ende setzen. Oder Option 2, ich hole jetzt alle Reserven, die ich noch habe, obwohl ich ja wirklich, ich war ganz unten, Freunde, ganz, ganz unten, ich war kurz vor Aufgeben. Ich hole alle Reserven, die ich noch habe und kämpfe mich zurück ins Leben.
Und ich habe mir gesagt, okay, Luis, ich bin ein Kämpfer. Und das ist jetzt, wie vorhin schon gesagt, das hat nichts mit Flex oder Angeben zu tun, sondern es war meine Entscheidung zu sagen, okay, ich hole mir mein Leben zurück. Es wird jahrelange harte Arbeit sein. Sie hat sich ausgezahlt, das kann ich euch schon mal sagen. Ich habe gesagt, und wenn jetzt viele sagen, ja, ich bin an dem Punkt, wo ich nicht mal mehr aufstehen konnte, ich war auch an dem Punkt. Ich war am tiefsten Punkt überhaupt. Ich war wirklich ganz, ganz unten und habe einfach gesagt, okay, ich muss jetzt Sachen machen, die mir im Moment, also es hat mir eh nichts mehr Spaß gemacht, aber wo ich weiß, die können vielleicht meinem Gehirn ein bisschen gut tun. Und wenn ich das immer wieder mache, können sich vielleicht wieder Glücksgefühle vernetzen, aufbauen. Und habe halt geschaut, was macht mir Spaß. Und das Erste, was ich halt in der Therapie gelernt habe, war Nein sagen, privat und beruflich. Das heißt, das war für mich schon so ein Punkt, wo ich angefangen habe in der Arbeit, Luis, du machst das und das, habe ich gesagt, nein, mache ich nicht. Ich mache das oder das. Und das zu lernen, war schon ein heftiger Schritt. Das hat jahrelang gedauert. Ich mache es immer noch nicht 100%, aber das habe ich durchgeführt. Dann habe ich mich von Menschen getrennt, die mir nicht gut tun, und das war krass. Das war sehr, sehr krass, aber es war einer der wichtigsten Schritte für mich und auch die beste Entscheidung. Dann habe ich aufgehört, was andere von mir erwarten. So, du musst das, mach das, hilf mir da, mach mir das. Alles abgelehnt erstmal, weil ich gesagt habe, Leute, ich konzentriere mich jetzt auf meine Gesundheit, das ist mein Leben. Ich lebe hier nur einmal auf diesem Planeten, zumindest in diesem Körper. Vielleicht bin ich ja später mal irgendwie so ein Tier oder so, wäre schon geil. Aber es ist mein Leben. Ich muss jetzt schauen, dass ich wieder auf die Bahn komme, dass ich meine Gesundheit zurückerober. Und der heftigste Punkt, der mir rausgeholfen hat, und das werden die vielleicht mitbekommen haben, die mich ein bisschen auf Instagram verfolgen, war das Fitness. Und jetzt denken sich viele so, die wo selber vielleicht drunter leiden, Bro, ich kann nicht mal mehr aufstehen und du redest hier von Fitness. Und ich verstehe euch, aber ich habe das, wenn ich da zurückblicke, das ist wirklich, ich bin so stolz auf mich. Wahrscheinlich hören meine Nachbarn draußen zu, weil hier alles ein bisschen hellhörig ist, aber ist mir scheißegal. Ich hatte Panikattacken und Depressionen. Bin aufgestanden, weil ich gesagt habe, ich gehe heute in Sport, weil wirklich Sport ist das beste Antidepressivum, was du dir geben kannst. Und ich bin aufgestanden, Panikattacke. Tasche gepackt, wieder Panik, immer noch Panikattacke. Hab mich auf mein scheiß Fahrrad gesetzt, nochmal Sport gemacht, obwohl ich schon Herzrasen hatte. So bin ich gefahren, die ganze Zeit keine Luft bekommen, durchgezogen, weil ich wusste, ich gehe jetzt in Sport und wenn ich da umfall, dann ist das so, dann sind da Leute, die mir helfen. Ich bin dann in Sport gefahren, im Sport, eine Attacke nach dem anderen, ich habe geweint, wirklich, ich saß da, so, Übung gemacht, wieder Herzrasen, ich habe jeden Tag Herzrasen gehabt. Ja, und es hat sich bewährt oder es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Ich habe durch die Tabletten damals, wo ich es das erste Mal bekommen habe, 20 Kilo zugenommen und habe 24 Kilo jetzt abgenommen. Habe jetzt fast im April, wären es jetzt 2 Jahre, komplett durchgezogen. Ernährung umgestellt, Leben umgestellt. Ich mache das, auf was ich Bock habe. Und ich kann euch sagen, der größte Punkt, der mich da rausgeholt hat, abgesehen jetzt von Therapie und dass ich mich geöffnet habe gegenüber anderen, war Fitnessstudio. Und ich kann euch sagen, Freunde, das ist, wenn ich den Sport nicht hätte, wäre es, glaube ich, nicht so schön ausgegangen. Denke ich mal. Und deswegen will ich euch ans Herz legen, fangt an. Und ich weiß, wenn ihr gerade nicht aufstehen könnt, versucht es. Wenn ihr mal überlegt, ihr seid im Studio, macht eine Übung und in dem Moment, wo ihr diese Übung ausführt, strengt ihr euren Körper an, egal ob das jetzt Krafttraining ist, Joggen gehen ist, scheißegal. Wenn ihr das gerade macht, kann euer Gehirn gerade nicht denken, also ihr könnt nicht zwei Sachen in dem Sinne gleichzeitig machen.
Und daher, weil du so konzentriert bist, hast du für den Moment Ruhe im Kopf. Und wenn du das jeden Tag oder eigentlich doch jeden Tag machst, kannst du dein Gehirn umtrainieren und kannst es schaffen, aus dem Loch zu kommen. Ich habe 3,5 Jahre jetzt gebraucht, hatte vor einer Woche oder 1,5 Wochen wieder, ich sag nicht immer Rückfall, sondern ich sag einfach eine Phase gehabt, wo es mir einfach wieder schlechter ging. Mittlerweile weiß ich schon, wie ich damit umgehen kann und es ist lang nicht mehr so schlimm wie vor 3 Jahren. Ich habe halt einfach den Sport für mich entdeckt und ich weiß, wenn ich in dem Loch bin, wird es vielleicht halt eine Woche dauern oder auch 2, aber es wird vorbeigehen, auch wenn es in dem Moment sich nicht so anfühlt. Und ich gehe trotzdem in Sport und mache trotzdem die Sachen, weil die mir genau da immer rausgeholfen haben. Und deswegen bin ich wieder mit so einer Stimmung, mit so gedrückten Gefühlen, habe ich mich trotzdem zusammengerissen, ins Studio gegangen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie stark ihr sein könnt. Ihr müsst euch da rauskämpfen und es ist halt einfach eine Lernphase für euer Gehirn wieder. Das heißt, macht Sachen, auch wenn sie euch in dem Moment nicht Spaß machen, macht die Sachen und irgendwann werdet ihr euch dankbar sein, denn euer Gehirn entwickelt wieder Glücksgefühle, die, wo ich lange nicht mehr hatte. Ich habe keine, wie habe ich zu meinem Vater immer gesagt, keine Freude. Ich wusste nicht mehr, was Freude ist. Wisst ihr, wie schlimm das ist, wenn man keine Freude mehr spürt? Und das hat sich durch den Sport so, ich schaue mich in den Spiegel an, habe so ein bisschen mal gepostet und auf einmal sehe ich so, wie ich lache, so, wo ich stolz auf mich bin. Und das waren so die ersten Steps, wo ich gemerkt habe, okay, Luis, du bist auf dem richtigen Weg. Ich habe noch auf jeden Fall ein paar Baustellen, die ich abarbeiten muss. Die hat aber jeder in seinem Leben. Aber ich sag mal so, ich habe das Größte überwunden und ich bin unfassbar stolz auf mich. Ich habe im Fitnessstudio so viele Menschen kennengelernt, die das Ähnliche einfach durchmachen. Das ist absolut geisteskrank, wie viele Leute diese Krankheit mit sich rumschleppen. Und ja, habt ein offenes Ohr für solche Leute. Ich denke, ich bin schon am Ende vom Video. Es sind jetzt 35 Minuten Aufnahmematerial. Ich denke, ich werde es auch nicht großartig schneiden. Genau, was ich vielleicht noch anknüpfen will, ist diese Attacken. Also ich habe mir ja wirklich Tagebuch geführt und habe selber mal gesucht, die Punkte. Also ich habe selber versucht rauszufinden, warum ich das bekommen habe. Und ich kann euch sagen, bei mir war es teilweise der Job. Und größtenteils mein Leben davor, wie ich mit mir umgegangen bin, weil ich kann euch mal kurz erklären, mein Tagesablauf, 40 Stunden arbeiten, also von 7 bis 4:30 so heimgeradelt, dann, also da habe ich auch mit Twitch schon angefangen, also 7 bis 4:30 gearbeitet, heim, schnell einen Powernap gemacht, 20 Minuten, immer 20 Minuten, hier Handy neben dem Ohr, dass halt, wenn es klingelt, dass du gleich wach bist, aufgestanden, kurz eine Banane reingeballert, ab ins Gym, dass ich spätestens so um 5:30, 5:45 im Gym bin, dann 5:30 war es genau, dass ich um 5:30 im Gym bin, dann nicht länger als 1,5 Stunden. Ich habe immer auf die Uhr geschaut, weil ich gesagt habe, okay, ich muss dann daheim sein, ich muss noch was kochen, das dauert nochmal so 1/2, 3/4 Stunde mit Essen, Stunde ungefähr, und dann will ich noch Content machen, sei es YouTube, Twitch, scheißegal, Hauptsache Content. Und das habe ich 7 Tage die Woche gemacht. Und das habe ich jahrelang gemacht. Habe mir zwar eine kleine Community aufgebaut auf Twitch, wo ich jetzt eigentlich fast von null wieder anfangen muss, was mich aber überhaupt nicht juckt, weil ich das halt einfach so akzeptiere. Und ich habe halt meinem Körper gar keine Möglichkeit gegeben, irgendwie mal sich auszuruhen oder mal ein bisschen zu entspannen, sondern ich war immer auf 120% gefühlt. Und ich habe gemerkt, ich habe damals auch geraucht, sehr viel, und habe halt, das ist crazy, und das ist mir nie aufgefallen, aber das sind so kleine Punkte, die vielleicht euch oder da, wo ihr euch selber widerspiegeln könnt. Ich habe oft Herzrasen bekommen und das war für mich zurückzuführen vom Rauchen. Und ich habe immer einen Powernap gemacht, 20 Minuten, und bin immer kurz vor den 20 Minuten aufgewacht mit Herzrasen. So, ich habe mir nie was dabei gedacht, aber habe halt gedacht, okay, das wird schon irgendwann besser gehen. Und das waren
für mich jetzt im Nachhinein so die ersten Anzeichen, dass ich geradeaus in diese Krankheit reinfahre mit Panikattacken und Depressionen. Und es war mir damals nicht bewusst, weil ich halt immer nur Vollgas, 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 ohne Pause. Und irgendwann in der Ruhephase kann es sein, dass es explodiert, früher oder später. Andere können lebenlang wirklich Vollgas geben. Ich kann es leider nicht, was vollkommen okay ist, habe ich jetzt daraus gelernt. Ich habe jetzt fast 4 Jahre gebraucht, mich da rauszukämpfen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Freunde, beende ich das Video langsam. Es wird wieder Content geben, es wird auch wieder Musik-Content geben. Ich will wieder auf Twitch ein bisschen aktiv sein, aber alles so, wie ich mich wohlfühle. Wenn ihr mich da unterstützen wollt, wenn ihr meine Reise weiter verfolgen wollt, auch mit dem Fitnessstudio. Ich habe, wie gesagt, meine komplette Ernährung umgestellt. Ich habe 24 Kilo abgenommen in der Zeit mit einer Depression und Panikattacken. Dann schaut gerne auf Instagram vorbei. Da poste ich regelmäßig eigentlich mein Leben. Und mein Traum ist es immer noch, vielleicht irgendwann davon zu leben. Und wenn es 5 Jahre dauert, dann ist es so. Aber ich werde für meine Träume kämpfen. Ich habe mich sehr gut aus meiner Krankheit rausgekämpft. Phasen sind immer noch da, vollkommen okay, werden vielleicht auch mein Leben lang bleiben. Aber ich habe wieder Freude an Sachen. Auch hier jetzt ein Video aufzunehmen, macht mir wieder unfassbar Spaß. Auch wenn es jetzt kein schönes Thema ist. Aber nichtsdestotrotz, das ist mein Leben gewesen in den letzten 4 Jahren. Wenn ich einem damit helfen konnte, geil, wirklich, hat sich das Video gelohnt. Und falls ihr Fragen habt, selbst betroffen seid oder ihr jemanden braucht, der euch mal zuhört, schreibt mir, Instagram am besten, ich habe ein offenes Ohr, wir können gerne über Discord quatschen, habe auch schon ein paar Leute kennengelernt, die selber unter sowas litten oder immer noch leiden, habe halt denen meine Tipps, also wir müssen gegenseitig ein bisschen connected, geht in Sport, egal was für Sport, es wird euer Leben verändern, und nehmt euch die Tipps mit von den Leuten, die wo selbst betroffen sind, macht keine unsinnigen Sachen und ich melde mich jetzt ab. Danke, Freunde, fürs Zuschauen. Ich hoffe, ein paar alte Hasen von meiner Community hier auf YouTube sind noch am Start. Wäre auf jeden Fall cool. Schaut gerne noch rüber auf Twitch und Instagram und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund, nehmt das Leben nicht zu hart. Schaut ein bisschen auf euren Körper, denn so eine Phase wünsche ich keinem. Ich bin raus. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Peace.